Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten vor 3 Videos angefangen, uns eine Menüleiste zu programmieren. Und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man die Menüleiste verlinkt und dann auch, das wird aber vor allem dann auch Thema des folgenden Videos sein, wie man diese auf Mausereignisse reagieren lässt. So, wir gehen in unseren HTML-Code hinein und schaffen uns dort wieder ein bisschen Platz. Und zur Erinnerung, zurzeit sieht unsere HTML-Seite noch so aus und soll aber dann so ein schönes Menü ergeben. Und das machen wir in diesem Video. Ich gebe wieder ein Menü. Also es soll wirklich nur in dem Menü selber stattfinden. Dann gebe ich ein für das Listenelement und in dem Listenelement, falls dort ein Verweis drin steht oder eine Verlinkung drin steht und die wird ja eingeleitet mit dem Buchstaben A, soll dann Folgendes passieren. Und zwar als erstes sage ich, der ganze Block, also alles, was oben drüber steht, also das Listenelement, das Elternelement, das soll als Inline-Block verstanden werden. Und das heißt sozusagen, dass der Link, den ich setzen werde, der füllt das gesamte Elternelement aus, also das Listenelement. Das ist das Erste, was ich mache. Dann soll die Schriftfarbe schwarz sein. Dann soll es mittig, die Schrift mittig gesetzt werden, also Text Align ist Center. Dann soll es einen Abstand geben, und zwar soll der oben und unten 14 Pixel betragen und links und rechts soll der 16 Pixel betragen. Und es soll kein Unterstrich geben. Das heißt, ich setze das auf nicht. Das ist für Links wichtig, weil Links normalerweise mit einem Unterstrich dargestellt werden. Und dann soll die Breite insgesamt von dem Element 77 Pixel betragen. Das ist ein Wert. Warum soll das 77 Pixel sein? Das habe ich ausprobiert. Das sah einfach am schönsten aus bei mir. Wenn es bei euch nicht so schön aussieht, dann probiert einfach hier auch bei der Breite einen anderen Wert aus. So, und jetzt speichere ich das Ganze ab und schaue mir mal an, was passiert ist. So. Und wie ihr seht, ist noch gar nichts passiert. Warum ist noch nichts passiert? Weil ich noch keine Links reingesetzt habe. Das muss ich als nächstes tun. Ich gehe also in meine Liste hinein und sage A ist gleich href. Und das definiere ich mir jetzt erstmal leer, damit ich das dann sozusagen alles reinsetzen kann. Und ja, jetzt nehme ich mal hier, ich kopiere mir das und setze das alles hier unten rein. Und dann kopiere ich mir das End-Tag und setze das hinter die Listen. So, und jetzt muss ich hier eigentlich nur noch einen Link hineinsetzen. Und normalerweise mache ich das jetzt, würde ich das jetzt machen bei einer Internetseite mit mehreren Unterseiten. Da würde ich jetzt einfach die interne URL angeben, also dort, wo der Browser das finden kann. Aber ich nehme jetzt hier einfach der Bequemlichkeit halber externe Sachen. Ich nehme also zum Beispiel einmal jetzt hier, was weiß ich, die Farben, wo man sich also die CSS-Farben holen kann. Dann nehme ich mir zum Beispiel einmal meinen Block zum Programmieren von Python. Den setze ich mir hier rein. Dann
könnte ich, was weiß ich. Ich bin jetzt gerade nebenbei am Suchen, weil ich habe das gar nicht so genau gemacht bei meinem, bei meiner Vorstellung. Dann zum Beispiel hier irgendwie die Internetseite von Minecraft. Dann könnte ich zum Beispiel nehmen meinen anderen Blog, den Rhetorik-Blog. Den könnte ich nehmen. Naja, und über mich, das lassen wir vielleicht einfach auch mal leer, um zu zeigen, was da passiert. So, ich speichere das Ganze ab. Jetzt gehe ich hier noch mal rein. Und ihr seht, oh Wunder, da ist was ganz anderes passiert. Nämlich jetzt sitzen tatsächlich die Elemente gleichmäßig weit auseinander. Und das Ganze hat an Breite gewonnen und an Höhe gewonnen. Und das sieht doch schon relativ gut aus. So, aber es ist noch nichts passiert. Ich kann jetzt zwar hier draufklicken und kann sagen, gut, okay, ich klicke jetzt mal hier drauf, dann bekomme ich auch meine Internetseite. Ich kann zurückgehen, ich kann hier drauf gehen und bekomme auch eine Internetseite. Also hier meinen Python-Blog. Ich kann hier drauf gehen und bekomme Minecraft, den Internetauftritt. Und ich kann hier drauf gehen und bekomme meinen anderen Internetblog. Und das kann ich alles machen, aber es gibt noch keine optische Veränderung. Also dass hier jetzt diese Seitenränder gezeigt werden. Gut, und das möchte ich euch beim nächsten Mal zeigen. So, aber ihr habt jetzt schon eine Idee, wie das Ganze funktioniert. Und wahrscheinlich, wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit lasst zwischen diesem und dem nächsten Video, werdet ihr auch drauf kommen, wie man sozusagen beim Mausüberfahren diese einzelnen Elemente ändern kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich zeige euch, wie man diese einzelnen Buttons verändern kann. Bis dahin.